Gut, also mein Part war es, ein bisschen Angst zu machen und mal zu zeigen, welche Angriffe es überhaupt gibt, ja, wie aktuell die geworden sind. Man muss schlichtweg davon ausgehen, dass ein System, das vernetzt ist, dass das in Zukunft angegriffen wird. Wir haben IT-Sicherheit in der Vergangenheit sehr häufig so betrachtet, dass wir erstmal das System gebaut haben und dann irgendwie Sicherheit drangeklebt haben. Ja, und das funktioniert leider Gottes so nicht. Wir brauchen schlichtweg ein systematisches Security Engineering, wo man bereits während des Designs von einem System an Sicherheit denkt. Ja, und das ist, glaube ich, die Hauptmessage von meinem Vortrag gewesen. Wir brauchen Security by Design. Ja, ich habe versucht, die Angriffe auf den Bereich Heim- und Gebäudeautomatisierung und Energietechnik herunterzubrechen und dann ein bisschen Überblick zu geben, was es dort im Moment an Protokollen und Sicherheitslösungen gibt bzw. nicht gibt, weil viele der Systeme noch erschreckend offen sind, um dann im dritten Teil die Aktivitäten zu beschreiben, die Richtung einer standardisierten Absicherung laufen, unter anderem in dem AK 716 vom DKE. Ja, ich fasse mich jetzt kürzer, bin ja auch nur ein Honorarprofessor, kein ordentlicher Professor. Also meine Nachricht ist ganz einfach. If it's not secure, it's not safe. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten eine spannende Runde zum Thema Internet of Things. Dort haben wir drei Vorträge gehört. Ein Einführungsvortrag zum Thema, was ist eigentlich Internet der Dinge? Was gibt es für Anforderungen aus der Industrie und welche konkreten Szenarien ergeben sich in der Industrie daraus? In einem zweiten Vortrag hat der Herr Stein zum Thema neue Geschäftsmodelle berichtet und in einem dritten Vortrag ging es um das Thema menschengerechte Arbeit im Rahmen von Industrie 4.0. Im ersten Teil ging es also darum, was ist eigentlich Internet of Things? Hier gibt es ganz offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen, das haben wir behandelt und haben anhand von konkreten Beispielen gesehen, wie das Thema Internet of Things heute schon ganz konkret in unserem täglichen Leben schon da ist. Zum Thema Geschäftsmodelle geht es eigentlich um die Fragestellung, wie wird das Internet der Dinge unsere Geschäftswelt verändern? Hier gibt es eine Reihe von Treibern. Was treibt eigentlich Industrie 4.0 aus Sicht der Geschäftsmodelle? Dann gibt es den Treiber der individuellen Produkte und den Treiber der lebenslänglichen Nachvollziehbarkeit von Produkten und den Aha-Effekt. Und im dritten Vortrag ging es um menschengerechte Arbeit. Herr Dr. Lars Adolf stellt im Wesentlichen Chancen und Risiken vor, die sich zum Thema Industrie 4.0 ergeben. Alle reden über die Risiken. Wir können mit modernen, flexiblen Arbeitssystemen die Arbeitsgestaltung erheblich verbessern. Wir können Entscheidungsunterstützung für Menschen bieten, besser als heute. Wir können ganz neue Arbeitsplätze schaffen, in denen beispielsweise ein Mensch und ein Roboter in enger Kollaboration miteinander arbeiten und der Roboter beispielsweise Produkte für die Verarbeitung durch den Menschen so reicht, dass der Mensch keine Kraft und keine ergonomischen Unbequemlichkeiten mehr aufnehmen muss. Daraus leiten sich eine Reihe von Thesen ab, wobei die Antwort offen blieb. Die eine These, wohin entwickeln sich die Tätigkeiten? Wird es Schwarmorganisationen geben, wo insgesamt ein gehobenes Qualifikationsniveau auftritt, wo Menschen leichter miteinander vernetzt sich zu effizienterer Arbeit zusammentun? Oder aber mündet das alles zum Schluss in einer Welt, die wenig hochqualifizierte und viele übrig gebliebene hat. Und die andere These bezog sich auf die Automatisierung. Werden wir auf der einen Seite entweder technologiezentriert in die Zukunft gehen, das heißt, wir automatisieren auf Teufel komm raus alles, was irgendwie wirtschaftlich ist, oder aber werden wir eine komplementäre Automatisierung gehen, in der der Mensch bewusst eingebettet ist, denn wenn keiner mehr arbeitet, gibt es auch keine Kunden mehr. Ja, es geht um das Thema Ökodesign. Für viele vielleicht noch ein Wort mit sieben Siegeln. Es ist die offizielle Politik der Europäischen Union für alle Energieverbrauchenden und den Energieverbrauch beeinflussenden Produkte und Dienstleistungen. Und von daher betrifft uns das alle. Kleinen Workshop. Christoph Wendker von der Firma Miele aufgezeigt, der uns gezeigt hat, wie diese Ökodesign-Richtlinie funktioniert, der gezeigt hat, dass es hier verschiedene politische Maßnahmen gibt, die erwirkt werden können, oder aber das Energielabel, in dem der Verbraucher informiert wird darüber,
wie gut die Energieeffizienz dieses jeweiligen Produktes ist. Er hat uns aufgezeigt, dass bereits 25 Produktgruppen unter dieser Ecodesign-Richtlinie geregelt sind. Der Deckel vom VDE-Institut als zweiter Referent hat dann berichtet über den konkreten Anwendungsfall des Staubsaugers. Diese Richtlinie wurde im September letzten Jahres in Kraft gesetzt. Der Staubsauger verbraucht ziemlich viel Energie heute und würde nach den Prognosen der EU noch viel mehr verbrauchen in Zukunft. Hier erwartet man sich durch die Einführung dieser Richtlinie im Jahr 2020 eine Einsparung von 19 Terawattstunden Energie. Und da kann man wirklich sehen, dass so eine Richtlinie einen guten Effekt haben kann für die Umwelt, für den Energieverbrauch, für uns alle. Als dritter Referent habe ich dann berichtet über die Verbindung des Ökodesigns mit der Normung, denn hinter jeder Ökodesign-Regulierung steht auch eine Norm. Und zwar kommt die Norm an zwei Stellen hier ins Spiel. Zum einen in der Ermittlung der Potenziale, wie viel Energie zum Beispiel kann eingespart werden. Hier wird natürlich zurückgegriffen auf vorhandene Normen, um den Energieverbrauch oder Ressourcenverbrauch von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen zu bestimmen. Und zum anderen wird auch die Umsetzung der Richtlinie dann in geltendes Gesetz begleitet von der Normung, denn die Messung über die Einhaltung der Richtlinie erfolgt nach vorher veröffentlichten Normen im Official Journal der Europäischen Union. Also viele Arbeit kommt hier auf die Normungsorganisationen zu, um die Umsetzung der Politik zu ermöglichen. Die Normung wird damit zum Umsetzungsgehilfen oder Erfüllungsgehilfen der Politik.